Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo. Hier und heute auf dem Mindfraction Server vom Chikos, im echten Leben auch bekannt als Dirk. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir befinden uns hier auf diesem wunderschönen Adventure DayZ, The Day After Tomorrow Server. Also es handelt sich hier um einen postapokalyptischen Server, wo alle Spieler gegen die anderen Spieler kämpfen und Quests lösen müssen und Zombies killen müssen. Und ja, können wir leider noch nicht so wirklich vorstellen, weil sich das Ganze noch in den Babyschuhen befindet. Aber ihr könnt sehen, wir waren fleißig. Also ich nicht so viel. Bisschen vielleicht, aber die restlichen Architekten hier auf dem Server haben einiges auf die Beine gestellt. Das ist eine verdammt geile Stadt. Sehr viele Details, sehr liebevoll. Was sind das da hinten für komische bunte Blöcke an dem Baum? Ich glaube, er hat versucht, da irgendwelche Waldbäume zu bauen. Ach so, die sind... okay, gut. Einfach schräge Bäume. Ja, und wir befinden uns heute hier, um dieses Kraftwerk hier vorzustellen. Und zwar ist das nicht einfach nur ein Kraftwerk, sondern es ist ein questbezogenes Kraftwerk. Es hat ein Innenleben, was in sich hat, finde ich zumindest. Es war... In der Tat. Ja, dieses Kraftwerk, Entschuldigung, wird dazu benutzt, den Strom in der Stadt anzuschalten. Also dieses Kraftwerk im eingeschalteten Status kann die noch funktionsfähigen Lampen in der Stadt einschalten und halt Straßenbeleuchtung und so weiter. Versorgt also die Stadt wieder mit Strom, wenn es eingeschaltet ist. Man wird ein Quest bekommen, wo man einen Kohleblock und eine Karte mit dem Namen Chip bekommt. Siehst du, das habe ich eben vergessen, muss ich mir noch schnell machen. Oder sind oben in der Truhe noch welche drin? Ich glaube, da sind noch welche drin, ne? Ja, da sind wahrscheinlich noch welche drin, ja. Ja, gut. Ja, mit dem Kohleblock und dieser Chipkarte muss man das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen, von diesem Quest aus. Das kann immer nur eine Person machen. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, funktioniert auch alles schon. Rein theoretisch könnten wir unseren Beispiel-Quest mal anfangen. Sollen wir es einfach mal machen? Ja, die läuft ja eigentlich noch, oder? Das Quest, muss ich mal kurz... Scoreboard... Objectives... Set Display... Sidebar, Quest-Test, Status. Nee, das Quest hat abgeschlossen, der Zomp 7, und wir haben es nicht abgeschlossen. Willst du das Quest machen, aber dann siehst du den... Lass mich das am besten machen im... Du musst dich ein bisschen weiter entfernen, damit ich der Nächste bin. Los, bitte. So, das hier ist mit Scoreboard geregeltes Quest-Design. Das ist jetzt nur beispielhaft, also das ist jetzt irgendein NPC, mit dem wir jetzt uns unterhalten. Diese ganzen Command-Blöcke regeln das. Nach dem 1.7-Update wird es so sein, dass man die Gegenstände direkt ins Inventar bekommt. Da wir noch auf dem 1.3, also in der 1.3-Version spielen, ist das noch mit einem Dispenser hier geregelt. Das wird alles noch geändert. Also ich fange das Quest mal an. Bist du draußen? Ja, ne? Jo. Oh, ich sollte vielleicht mal den Kompass aus der Hand nehmen. So, hallo fremder Reisender. Kannst du bitte den Strom im Kraftwerk für mich einschalten? Hier hast du eine Chipkarte und einen Kohleblock. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. So, die Chipkarte wirft er mir zu, weil das nämlich eine unbenannte Karte ist. Den Kohleblock hat er mir jetzt rein theoretisch ins Inventar gelegt. Den seht ihr jetzt nicht, weil der hier oben reingelegt worden ist. So, da haben wir den Kohleblock und die Chipkarte. Da ist der Kohleblock, da die Chipkarte. Den Rest schmeiße ich mal raus hier. Ein bisschen aufräumen. Wir haben also das Quest angefangen. Wenn ich jetzt nochmal auf den Knopf drücke, bist du weit weg, Chikot? Jo. Wenn ich nochmal auf den Knopf drücke, sagt er mir, bist du immer noch nicht fertig, beeil dich, deine Zeit läuft. Weil ich nämlich immer noch, wie ihr recht sehen könnt, im Status 1 bin. Das heißt, ich habe das Quest angefangen, aber noch nichts wirklich gerissen. So, jetzt müssen wir... Auch zum Kraftwerk. Müssen wir zum Kraftwerk, in der Tat... Wo haben wir denn jetzt hier Kohleblöcke? Ganz unten, ne? Jo. Kohleblock. Wir fliegen also zum Kraftwerk. Also im echten Leben gehen wir natürlich, aber wir sind jetzt hier so faul und frei und gehen. Fliegen. Oh, die Musik ist wieder an. Das hasse ich wieder. Ich will dir die Zugetür zeigen. Genau. So. Ihr seht, wir haben hier vorne eine Eingangstür im Kraftwerk. Diese ist allerdings geschlossen. Das liegt daran, weil das eine automatische Tür ist, die nur aufgeht, wenn der... Ja.
Die nur aufgeht, wenn der Strom an ist. Lass uns mal hier den normalen Weg gehen, du Cheater. Oder mit Manpower. Mit Manpower. Ja, die Spieler werden hier natürlich keinen Creative Mode haben. Die werden hier mit entweder Adventure oder Survival Mode rumlaufen. Wahrscheinlich Survival. Und dann wird das ja alles mit Wildcard gesaved. Das heißt, sie können auch kein Glas zerstören und nix. Deswegen muss der Spieler sich hier durch diesen Seiteneingang den Weg bahnen. Wie man hier sieht, ist ein Bus vor langer Zeit in dieses Kraftwerk reingefahren, hat die Wand zerstört. Deswegen kann man sich hier frei bewegen. So, gehen wir zuerst hier hinten lang, ne? Zur Sicherung, ja. Ja. Man kann hier durch die Wand auch durch, aber man kann sich auch hier frei durch die Lobby bewegen. Diese zwei Türen hier sind auch geschlossen, die gehen auch automatisch auf, sobald der Strom an ist. Um den Strom jetzt zu aktivieren, muss man die Sicherung des Kraftwerks wieder aktivieren. Die sind nämlich alle rausgeflogen. Diese werden auch regelmäßig rausfliegen. Und zwar gibt es eine Chance von 1 zu 2, also eine 50-50 Chance, dass die Sicherung alle 5 Stunden rausfliegen. Sicherung ist wieder drin. Das heißt, alle 5 Stunden wird geprüft, ob eine Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass die rausfliegen. Wenn ja, gibt es nochmal eine extra 50-50 Wahrscheinlichkeit für jede einzelne Sicherung. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass alle 15 Stunden mindestens eine rausfliegt, aber es muss nicht unbedingt jede 5 Stunden eine rausfliegen. So, alle Sicherungen sind drin. Eingeschaltete Lampen. Wenn wir Pech haben, ist genau jetzt die 5-Stunden-Zeit abgelaufen und einer fliegt wieder raus, ist aber eher unwahrscheinlich. Wir müssen hier hochgehen in den Kontrollraum. Hier können wir den Status sehen, wenn das Kraftwerk eingeschaltet ist, wie viel Kohle eingelagert ist. Ein Block Kohle reicht, glaube ich, für eine Stunde. Man kann insgesamt 10 Blöcke reinwerfen. Das heißt, nee, Quatsch, Entschuldigung. Alle 10 Blöcke Kohle reichen für 3 Stunden, soweit ich weiß. Das heißt, nach 3 Stunden muss man spätestens die Kohle wieder auffüllen. Hier haben wir provisorisch eine Kiste eingebaut mit Chipkarten, damit wir nicht immer wieder neu welche erstellen müssen. Die wird nachher verschwinden, damit man im Quest nicht einfach unendlich Chipkarten hat. So, jetzt muss ich hier unten in den Trichter meine Chipkarte reinwerfen, um das Kraftwerk zu aktivieren. Kohle reingeworfen? Was denn? Unten in den Ofen Kohle reingeworfen? Noch nicht, das mache ich jetzt gleich. Ach so. Ihr habt gesehen, die Chipkarte hat diese Lampe aktiviert. Wenn ich jetzt irgendeinen anderen Block da reinwerfe, zum Beispiel diesen Lapis-Lazuli-Block, dann wird vom System erkannt, dass es sich nicht um eine Chipkarte handelt, dass es sich um irgendeinen anderen Block handelt, mit einem anderen Namen. Und das System spuckt mir den Lapis-Lazuli-Block wieder aus. Das heißt, es hätte jetzt nicht diesen Stromkreislauf eingeschaltet. Das hätte ich vielleicht vorher zeigen sollen. Das ist aber ein bisschen zu spät. Wie auch immer, der Strom ist jetzt allerdings immer noch nicht an. Jetzt müssen wir zuerst noch irgendwas in die Brennkammer werfen, damit Strom erzeugt werden kann. Damit der Kessel, also der Hochofen, Wärmeenergie erzeugt, damit Wasser durch das System gepumpt wird in die Turbinen rein. Also Wasserdampf, das erhitzte Wasser. Was dann die Turbine zum Drehen bringt, was Strom erzeugt. Das ist ja gerade nicht der Fall, weil im Hochofen nichts drin ist, was verbrennt. So, deswegen müssen wir unseren hochkompensierten Kohleblock in den Ofen schmeißen. Hier ist der Hochofen in diesem Raum. Direkt am Schornstein. Wenn ich jetzt meinen Lapis-Lazuli-Block wieder hier reinwerfe, passiert gar nichts. Er verschwindet einfach nur, weil er nicht zurückgeschleudert wird. Aber er löst nichts aus. Lazuli brennt ja nicht. Genau, Lapis-Lazuli ist nicht brennbar. Einzelne Kohlestücke führen auch zu nichts. Man muss schon einen festen Kohleblock reinwerfen. Nämlich den ich jetzt in der Hand habe. Kohleblock. Wenn ich den da reinwerfe, ihr hört schon, es passiert was. Das Licht geht an. Nur unsere Dispenser funktionieren gerade nicht. Ich glaube, ich habe die ausgeschaltet, damit nicht ständig Feuerbälle da reingeschossen werden. Normalerweise werden jetzt hier auch noch Feuerbälle aus den Dispensern in den Ofen geworfen, damit das hier brennt. Ich glaube, das kommt ein bisschen später, oder? Müssen wir mal gleich mal gucken, ob es gleich angeht. Auf jeden Fall kann ich gleich noch den Rest geben. Ah, da Ja. kommt's. Ja. Perfekt. Wie ihr seht, der Hochofen brennt. Das kann man auch einstellen, wie schnell die Feuerbälle rauskommen. Das ist alles eine Variable. Und jetzt hat das System festgestellt, dass der Strom an ist und diese elektrischen Türen gehen wieder auf.
Das heißt, wir können jetzt hier durch diese Räume durchlaufen, ohne unsere ganzen Umwege nehmen zu müssen. Ja, die Türen gehen auf, sobald der Strom an ist. Aber auch nur, wenn ein Spieler in der Nähe ist und der Strom an ist. Das heißt, jetzt geht sie wieder zu. Ich gehe nochmal einmal kurz hoch in den Kontrollraum, um die Lampen zu zeigen, dass jetzt Kohle im Brennofen ist. Also quasi die Statusanzeige. Hier hinten ist die Treppe, die zum Kontrollraum hochführt. So, ihr könnt sehen, ich habe einen Kohleblock reingeworfen und der befindet sich im roten Bereich, weil nämlich ein Block Kohle nicht sehr lange hält. Wenn man mehr Kohleblöcke reinwirft, gehen die nächsten Lampen an. Das heißt, wenn das Ding fast voll ist, geht auch die grüne Lampe an. Wird dann aber ausgehen, sobald die Kohle verbrannt ist. Das heißt, die Kohle jetzt hält ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde oder so, dann geht der Strom wieder aus. So. Der Strom kann jetzt in der Stadt genutzt werden, um Lampen ein- und auszuschalten, um die Straßenbeleuchtung anzuschalten in der Nacht. Hebewerk. Das Hebewerk, im Hebewerk geht der Strom an, das kann ich euch auch noch zeigen. Und so weiter und so weiter. So, hast du gerade Nacht gemacht? Jo. Ja, top. Wie ihr sehen könnt, in der Nacht, und der, wenn der Strom an ist und wenn Nacht ist, fängt die Anti-Flugzeugbeleuchtung, ich weiß nicht, wie man die nennt, die... Anti-Flugzeugbeleuchtung? Ist das Anti-Flugzeugbeleuchtung? Aber irgendwas stimmt hier auch nicht. Irgendwas ist hier kaputt. Siehst du das? Mhm. Der Strom hier geht nicht aus. Warum geht der nicht aus? Hm. Ah, ist jetzt irgendein Bug. Hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Was, wofür ist der Block? Der ist dafür, dass der Strom umgeleitet wird. Ja, wie ihr seht, hatten wir hier nicht gerade viel Platz, um zu bauen. Das ist nämlich alles hier in den Schornstein reingequetscht. Den Tageslichtsensor und der Command-Block. Ah doch, jetzt funktioniert, oder? Ne, der Strom geht nicht aus da. Na, jetzt wird das hier nicht zum Erklärungsvideo, sondern zum Reparaturvideo. Der Strom wird von der Fackel ausgeschaltet. Ah, hier fehlt ein Block. Siehst du mal. Hier fehlt ein Block mit einer Fackel. Jetzt geht's wieder, ne? Ja. Möglich, kann ich vom Hebewerk aus nicht sehen. Ne, funktioniert doch. Das Ding hat nämlich einen Tageslichtsensor und einen Sensor, ob der Strom eingeschaltet ist. Und wenn beides der Fall ist, dann gehen die Lampen an. Also nur, wenn Nacht ist und der Strom an ist. Hier hinten am Hebewerk, auch eins unserer neuesten Kreationen, also neu jetzt auch wieder nicht, aber... eins. Ja, schon ein bisschen älter. Es ist verdammt geil. Ja, dieses Schiffshebewerk verfügt auch über Lampen im Kontrollraum, die angehen, wenn Nacht ist und wenn Strom an ist im Kraftwerk. Dieses Schiffshebewerk ist dafür da, um Schiffe, die durch diesen Kanal hier vorne kommen, boah, hier hoch in den Staudamm zu heben, dass die über den Staudamm fahren können. Ja, wie ihr seht, ist es wieder Tag geworden. Die Lampen sind teilweise noch an. Ist auch logisch, die müssen anbleiben, weil nämlich hier kein Tageslichtsensor drin ist. Allerdings die Lampen vom Schornstein, vom Hochofen, wenn ich da nochmal hinfliege. Oh, kannst du nochmal auf 2500 setzen oder so? Das ist, glaube ich, nur morgen, ne? So, jetzt ist es Tag. Und die Lampen blinken nicht mehr. Also es ist ein kleiner Zwischenraum zwischen morgens und tags. Also morgens erkennt der Tageslicht dann so immer noch ein bisschen Restlicht. Weswegen die Lampen nicht ausgehen. Wir hatten halt wenig Spielraum in dem Turm, um das zu variieren. Deswegen ist es einfach so, dass es, wenn es vormittags wird, hören die Lampen auf zu blinken. Ja, das ist das Innenleben vom Schiffshebewerk. Die Lampen sind hier auch an den Command-Block angeschlossen, der erkennt, ob der Strom an ist oder nicht. Was ich mich jetzt frage, ist... Ah, die Repeater hier sind kaputt. Durch einen Chunk-Ladefehler.
Oh, lol. Ich kann hier keine Blöcke mehr bauen. Das, meine lieben Freunde, sind die Bugs von Minecraft. Keine Ahnung, wo noch liegt. Ah, jetzt geht's. Ich glaube, du standst im Weg. Wahrscheinlich, ja. Ich stehe nie im Weg, hallo? Unverschämtheit. Das gleiche mache ich jetzt hier auch mal wieder. Den Repeater entfreezen. So, da hinten funktioniert auch alles wunderbar. Ja, dafür gibt es Admins auf dem Server, um sowas regelmäßig zu fixen. So. Ja. Das war's auch schon quasi mit unserem tollen Schiffshebewerk. Ich kann jetzt, Kraftwerk. Kraftwerk, ja. Schiffshebewerk war jetzt eigentlich nur Nebensache, ne? Aber guckt euch das mal von unten an, wie geil das aussieht. Das geöffnete Schleusentor. Das geflutete, die geflutete Schleusenkammer, die eigentlich nicht geflutet werden darf, weil da nämlich, wie hier in dem Fall, dieser Container runtergelassen wird, wo das Schiff reinfährt. Es ist nämlich, nicht verwechseln, keine Schleuse, sondern ein Schiffshebewerk. Bei einer Schleuse wird Wasser zwischen den beiden Kammern hin und her gepumpt, wodurch immer ein Schiff ab und das andere Schiff aufgelassen wird. Hier wird einfach eine Kammer, die ständig mit Wasser gefüllt ist, von dem Schiff befahren und dann wird die gesamte Kammer mit dem Schiff hochgehoben, da vorne zum Damm. Dann wird in dem Damm auch ein Schleusentor geöffnet, wo das Schiff wieder rausfahren kann. Also es handelt sich nicht um eine Schleuse. Ja, hier bauen wir gerade die Kölner Rheinpromenade nach. Was angeblich aussieht wie Holland. Kann ich auch nicht verstehen, wenn man auf die Verwechslung kommt. Das ist eindeutig die Kölner Rheinpromenade. Ja, und ansonsten stehen hier noch ziemlich viele angefangene Gebäude rum, die noch nicht beendet wurden. Aber man kann schon sehen, die Stadt wird nach und nach fertiger. Ja, ich poste hier oben einfach mal den Link von der Website von Mindfraction, also hier vom Chicos, von dem Server hier, wo alle Infos stehen, wo alle Erläuterungen stehen, wo es wahrscheinlich auch demnächst einen Link zu diesem Video geben wird und Bilder und hast du nicht gesehen. Ja, wenn er das irgendwann mal auf die Reihe kriegt, ne? Am Arsch voller Termine. So geht es schon die ganze Zeit, er ist nur am Rumheulen. So, ich schließe mal den Quest ab hier, in seinem Beispiel-Quest. Ich habe nämlich jetzt, wie ihr sehen könnt, den Status 2. Das bedeutet, ich habe das Kraftwerk aktiviert und der Strom ist an. Wenn ich jetzt auf den Knopf hier drücke, sagt er mir, danke, hier hast du einen Keks. Und ich habe einen Keks bekommen im Inventar. Mir ist kein besserer Abschied eingefallen von diesem Fritzen. Und wir wurden auf den Status 3 gesetzt. Ja. Status 3 heißt, wir können jetzt theoretisch nochmal diesen Quest neu machen, weil ja irgendwann der Strom ausgehen kann. Es kann ja passieren, dass wir alleine auf dem Server sind und dass wir den Strom gerade irgendwie brauchen für irgendwas. Wenn wir den Status 3 haben, können wir das also nochmal machen. Dann kriegen wir nicht den Anfangssatz von wegen, kannst du mir helfen, sondern kannst du mir nochmal helfen. Jetzt ist ihm nämlich bewusst, dass wir es schon mal gemacht hatten. Ja, wenn ich jetzt nochmal auf den Knopf drücke, könnte ich ja theoretisch den Quest nochmal anfangen. Aber er sagt mir, vielen Dank nochmal für deine Hilfe, melde dich bei mir, wenn der Strom in der Stadt wieder aus ist. Weil er nämlich erkennt, dass der Strom noch an ist und ich bringt ja nichts, diesen Quest nochmal anzufangen, wenn der Strom sowieso schon an ist. Weil ich den Quest ja nur beenden kann, wenn der Strom aus ist. Das heißt, ich kann mich hier bei ihm nur nochmal melden, wenn der Strom ausgeht. Zum Beispiel, wenn eine Sicherung rausfliegt oder wenn keine Kohle mehr im Kraftwerk ist, wenn irgendjemand vergessen hat, die Kohle nachzulegen. Ja, das war's zu unserem Kraftwerk. Wolltest du noch irgendwas sagen? Tolle Arbeit. Danke. Ich habe mein Kölsch immer noch nicht gekriegt. Ja. Du bist ja alleine feiern. Ja, Also normalerweise heule ich wegen sowas rum, ne? Aber was stimmt denn hier nicht? Irgendwie ist diese Straße hier unregelmäßig. Aber ich sag nichts. Schon gut. Komm, ist egal. Ja. Schaut mal hier auf dem Server vorbei. Ihr könnt euch die IP einfach in den Server, in die Serverliste reinkopieren, dann seht ihr, ob gerade die Whitelist an ist oder nicht. Wenn die Whitelist an ist, werdet ihr wenig Chancen haben, hier drauf zu kommen, dann sind wir noch in der Bauphase.
Wenn der Server allerdings fertig ist und euch die restlichen Vorstellungsvideos, die noch folgen werden, auch gefallen, dann schaut vorbei, testet's mal aus. Habt Spaß. Jo, das war's für heute. Macht keinen Ärger, Kinder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.